Und da starb sein großer Mäzen Papst Julius. Ihm folgte Marcellus II. Der wollte eine Reform der Kirchenmusik durchführen unter Giannettos Leitung. Das wäre es natürlich gewesen. Ich sage wäre. Denn wir wissen ja, dass Papst Marcellus... Palestrinas große Stunde war gekommen, als das Konzil von Trient endlich abgeschlossen wurde. Nun ging es darum, die gegenreformatorischen Beschlüsse, speziell auch was die Musik betrifft, in die Praxis umzusetzen. Palestrina war der richtige Mann am richtigen Ort. Und dann wurden wir hierher gerufen, in den Palast des Kardinal Vitelli. Ein kirchlicher Rat sollte feststellen, inwieweit unsere Musik dem liturgischen Text dient und nicht etwa durch sinnliche Empfindungen von ihm ablenkt. Und das war natürlich schon ein Problem. Unter uns gesagt, Palestrina ging es ja nicht so sehr um Worte, sondern eher um die Musik. Und bei Gott war die sinnlich. Palestrinas Musik rettet die katholische Kirche. Salva la Chiesa.